Berlin goes Softball. Was für ein tolles Turnier und eine gelungene Vorbereitung für die Damen der Berlin Challengers vom SCC für die norddeutschen Meisterschaften, die im September ausgetragen werden. Zwei Tage lang fand daher am letzten Juliwochenende das deutsch-italienische Softballturnier vor heimischer Kulisse im Hans-Rosenthal-Stadion in Berlin-Grunewald statt. Wir haben dieses deutsch-italienische Turnier veranstaltet, um eben auch einen kleinen Probelauf für das Final Six, was im September stattfinden wird, zu starten, um zu sehen, wo sind noch Verbesserungsmöglichkeiten. Neben den Berliner Gastgeberinnen gingen auch die Dragons aus Dresden, die Braves and Friends, eine Spielgemeinschaft bestehend aus Spielerinnen aus Berlin, Braunschweig und Potsdam, sowie das Team Softball Star Cairo aus Ligurien, Italien, an den Start. L'organizzazione di questo torneo era proprio in funzione di alzare un po' il livello per avere pressione, per essere pronti nella Final Six. Quindi è tanto che stiamo lavorando, è tutto l'anno che stiamo lavorando per questo. Gleich das erste Spiel am ersten Tag gegen die Braves and Friends konnten die Challengers mit 18-9 für sich entscheiden. Im zweiten Spiel gegen die italienischen Gäste aus Cairo und Montenotte mussten sich die Challengers mit 4-7 geschlagen geben. Das Spiel am nächsten Tag gegen die Dresden Dragons entschied über den möglichen Finaleinzug der Berlinerinnen. Mit einem klaren 15-0 nach nur 3 Innings ging es für die Challengers ins Finale, wieder gegen die Italienerinnen. Auf jeden Fall sind wir konzentriert daran gegangen. Das Coaching war, glaube ich, ein bisschen tighter. Also man hat versucht, die Punkte zu verhindern. Wir waren sehr viel aggressiver in der Box, also sehr viel bessere Schläge auf jeden Fall als im ersten Spiel. Im Endspiel wurde es dann noch einmal richtig spannend und in den ersten beiden Innings gingen die Challengers mit 3-0 in Führung. Einen Vorsprung, den die Damen vom Softballstar Cairo im dritten Inning einholten und danach sogar mit 4-3 führten. Nach dem vierten Durchgang stand es ausgeglichen 8-8. Auch im siebten und letzten Inning gelang es keiner Mannschaft, einen Durchlauf zu erspielen, weshalb es in die Verlängerung ging. Nach der achten Runde und 3 Stunden und 15 Minuten Spielzeit konnten die Italienerinnen das Spiel mit 11-10 denkbar knapp für sich entscheiden. Im Großen und Ganzen war es ein tolles Spiel gewesen. Es war Spannung dabei und das macht es einfach aus. Es war ein schönes Spiel und schöne Spielzüge. Ich glaube, jeder hat so seine Erfahrung gesammelt und es war ein gutes Spiel. Also ich habe es denen gegönnt. Trotz der Niederlage konnten die Challengers ihre Form beweisen und zeigten, dass sie mit Softballstar Cairo auf Augenhöhe sind. Genau diese Mentalität brauchen sie, wenn im September das Final Six Turnier ansteht, das im eigenen Wohnzimmer.